Das Bayerische Nationalmuseum empfängt eine Dame aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Es ist die Kunsthistorikerin Marielle Felicitas Mettmann, die das komplette Ensemble selbst angefertigt hat. Wie es damals üblich war, wird sie von einer Zofe angekleidet. Das weiße Leinenhäubchen ist mit Spitzen besetzt, das Halsband besteht aus blauem Seidentaft. Die unterste Kleidungsschicht war immer das weiße Leinenhemd. Es wurde regelmäßig gewechselt und gewaschen, während die Oberbekleidung aus feiner Seide keine Wäsche vertrug. An den Hemdärmeln sind Spitzenmanschetten angeheftet. Da Frankreich das Modevorbild für ganz Europa war, benutzte man auch im Deutschen französische Begriffe für Kleidungsstücke und Zubehör. So bezeichnete man die Rüschenmanschetten als engagante. Zudem trägt die Dame feine Seidenstrümpfe, die mit Strumpfbändern befestigt sind, und Stöckelschuhe. Solche Accessoires aus dem 18. Jahrhundert sind auch im Kostümsaal des Bayerischen Nationalmuseums ausgestellt. Die Schnürbrust mit eingearbeiteten Fischbeinstäben formte den Körper, schnürte die Taille ein, presste die Brust nach oben und die Schultern zurück und erzeugte so eine aufrechte Körperhaltung. Die Schnürbrust wird mit einem Schnürsenkel geschlossen, der an einem Ende befestigt und mit dem anderen Ende durch alle Löcher geführt und kräftig angezogen wird. Vorn im Ausschnitt ist ein Vorstecker angebracht, auch Vorstecklatz oder auf Französisch Pièce d'estomac genannt. Solche Hüftgestelle hießen Poschen, von Französisch Poche, die Tasche, denn darin konnte man tatsächlich alle möglichen kleinen Gegenstände mitführen. Diese Poschen aus Leinengewebe mit Fischbeinbügeln sind nach einem Original in unserem Bestand gearbeitet. Sie dienen dazu, den Rock ausladend zu formen und waren bequemer als die starren Reifröcke, die zu offiziellen Anlässen benutzt wurden. Durch seitliche Eingriffe konnte man alle Gegenstände darin leicht erreichen. Darüber kommt ein weiter Leinenunterrock als Grundlage für das Gewand, um über den etwas eckig abstehenden Poschen bis zum Kleidersaum eine fließende Silhouette zu erzeugen. Zuerst wird das hintere Rockteil, dann das vordere um die Taille gebunden. An der Seite gibt es auch hier wieder Schlitze, damit die Dame in die Poschen hineingreifen kann. Nun zieht sie den eigentlichen Unterrock oder Jupon des Kleides an. Zunächst wird wieder das Rückteil, danach das Vorderteil befestigt. Der Rock fällt nun sehr schön über den Leinenunterrock. Er besteht nur vorn komplett aus blauem Seidentaft, weil er dort auch später unter dem Kleid zu sehen ist. Mit Stecknadeln wird der Vorstecker des Kleides an seitlichen Laschen auf der Schnürbrust fixiert. Die Zierschleifen hießen auf Französisch Échelle. Und jetzt wird das Taftkleid angelegt. Sein Schnitt ist der einer Robe à la Française, also eines Kleides nach französischer Art. Typisch dafür sind die stoffreichen Rückenfalten, die oben angenäht sind und nach unten auslaufen. Dagegen liegt das Leinenfutter des Oberteils eng am Körper an. Das Kleid besitzt halblange Ärmel mit dreifachen Rüschenmanschetten aus dem Oberstoff. Auch entlang den Vorderkanten ist ein Rüschenbesatz an einer Längsfalte angebracht. So kann das Gewand von der Faltenrückseite her mit Stecknadeln am Vorstecker befestigt werden und sitzt dann vorn wie angegossen. Am Dekolleté erscheint ein weißer Rüschenschmuck, der am Hemd angebracht ist. Er bestand üblicherweise aus den gleichen Spitzen wie die Engagante an den Ärmeln. Um die Weite des Oberteils im Rücken anzupassen, kann der Kleiderrock einfach nach oben geschlagen werden. Rückwärtig angebrachte Bindebänder sorgen dafür, dass auch hier das Futter eng am Körper anliegt. Nun ist unsere Rokoko-Dame fertig angekleidet. Die Eleganz der Robe à la Française wird deutlich, wenn die Dame sich grazil auf eine Bank setzt. Das Gewand verkörpert perfekt die Duftigkeit und Raffinesse des Rokoko. Wunderbar ist es zu erleben, wie sich jemand im 18. Jahrhundert in dieser Kleidung bewegt hat. Der malerische Faltenwurf zeigt sich hier besonders schön. Frau Mettmann, Sie haben dieses komplette Outfit selbst hergestellt. Wie lange hat es dann etwa gedauert?
Das dauert doch eine ganze Weile, besonders wenn man mit den historischen Techniken arbeitet und auch währenddessen versucht herauszufinden, wie man das genau gemacht hat. Und also für das Kleid, für die Basis des Kleides ungefähr 2 Tage und hinterher für den Dekor, bis alles genau so ausgestattet war, wie es mir gefallen hat, bis die Rüschen ausgezeckt waren, nochmal gute 3 Tage hinten drauf. Und beim Schnürlapp habe ich ein bisschen genauer hingeschaut. Das waren gute 100 Stunden, die da drin stecken. Also doch sehr aufwendig. Ja, definitiv. Ist es denn schwer, heutzutage überhaupt die richtigen Materialien dafür zu kriegen? Ja, absolut. Also ich habe auch an manchen Stellen zu einem modernen Satz greifen müssen, zum Beispiel beim Fischbein. Ich kann natürlich kein originales Walfischbein mehr verarbeiten und deswegen habe ich einen sehr, sehr guten modernen Ersatz dafür. Auch bei anderen Sachen ist es sehr schwierig, die richtige Seidenqualität zu finden und das Allerschwierigste ist Spitze. Ah. Richtige Spitze zu finden, das ist wirklich schwierig. Und wie fühlen Sie sich jetzt in diesem Kleid? Ist es sehr unbequem? Ich fühle mich sehr gehalten von dem Kleid. Ich empfinde es gar nicht als unbequem. Es ist jetzt nichts, mit dem man sich auf ein Sofa entspannt hinsetzen würde und eine ganz entspannte Haltung einnimmt. Aber für das, was es ist, fühlt man sich eigentlich eher erhaben und gehalten von dem Kleid. Gibt es irgendwelche Bewegungen, die Sie ganz leicht ausführen können und gibt es vielleicht auch welche, die Sie gar nicht ausführen können? Also was ich durch diesen komplett steifen Schnürlapp natürlich nicht machen kann, ist vorne mich einmal abzuknicken. Das heißt, wenn ich meine Schuhe zum Beispiel neu schließen muss, ich kann alles machen, aber dann muss ich einmal ausfahren und nach unten gehen und ich bewege mich im Endeffekt durch das Kleid komplett anders, habe ein bisschen einen geringeren Bewegungsspielraum, auch mit den Armen und den Schultern, die ja doch sehr nach hinten genommen sind, aber ich kann alles machen. Also es ist wirklich nicht, ich bin nicht eingeschränkt, wie man sich das vielleicht denken würde. Das ist ja wirklich interessant. Und wie bewahrt man so ein voluminöses Kleid überhaupt auf? Ich bin mit der U-Bahn da. Das ist sehr, es sieht immer getragen sehr voluminös aus mit den gestärkten Unterrücken und das ist ja auch das Ziel. Aber zum Glück lässt sich das alles wunderbar klein zusammenfalten, auch in eine Studentenbude quetschen. Und das geht, es sieht immer sehr viel massiver aus, als es hinter im Packmaß ist, zum Glück. Das wäre toll. Herzlichen Dank, Frau Mittner. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein konnte. Die Dame flaniert nun im Garten des Bayerischen Nationalmuseums. Solche Kleider trugen vor allem Adlige, aber auch wohlhabende Bürgerinnen. Die Robe à la Française war um 1750 das angesagte Tageskleid und wurde in Deutschland auch Andrienne genannt. Das Bayerische Nationalmuseum befindet sich in diesem imposanten Prachtbau an der Prinzregentenstraße in München. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch, bei dem Sie neben vielen anderen Kunstgegenständen auch die originale Garderobe einer Rokokodame entdecken können.